So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir haben heute was ganz Spezielles für euch vor. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, ne? Denn der Günther ist da. Guck mal, Spaß. Nein, der Jean Renault, man kennt ihn natürlich. Genau, der Hannes Schröder, wer kennt ihn nicht? War immer als Ramdusch bekannt bei Pokémon, ne? Ja. Hat sich dann umgenannt, als ich plötzlich nicht mehr Ivar Scharf hieß, hat er sich dann Ivar Scharf genannt. Jetzt denken immer alle, er ist ich bin er und so weiter, aber gleichzeitig ist er auch noch Jean Renault. Da müsst ihr aufpassen, der macht nämlich immer brutale Filme. Wir haben uns jetzt hier niedergelassen. Wir wollen nämlich gleich einen Raid machen. Da ist auch das Raid-Getränk dabei, da sind die Handys dabei. Und ihr wisst ja, mega Schlappohr, ne? War ja ganz frisch. Ich möchte heute ein mega Schlappohr entwickeln, ein 100% männliches, ein shiny weibliches, wieder, dass der Megadex komplett ausgefüllt ist mit normal, shiny, männlich, weiblich, alles dabei. Wir warten kurz also, dass hier ein Raid aufgeht, werden ein Begrüßungsbierchen zu uns nehmen, don't drink and drive, ne? Ihr wisst Bescheid, und melden uns dann gleich zurück. Ne? Magst du noch was sagen? Stone Cold Steve Austin mäßig. Guckt euch den Pullover an, der hat sogar Haare, der Pullover. Juhu. So, ihr seht den Hannes jetzt hier neben mir. Ne? Wir wollen euch das jetzt noch mal ganz kurz zeigen, für die, die nicht wissen, was ich überhaupt rede. Ihr habt ja hier den Mega Dex. Der Mega Dex ist extra. Und ihr seht, hier unten ist Mega Schlappohr drin. Das ist grau, weil das habe ich noch nicht entwickelt. Ich habe schon 5 gesehen. Also habe ich wahrscheinlich 5 Raids gemacht, aber noch keinen entwickelt. Hat eine leckere Hose an, guckt euch das an. Und ich versuche immer, wenn ich sowas mache, natürlich männlich, weiblich, shiny, immer zu entwickeln, durchzudrücken. Und das Gute ist, wir haben es wieder mal geschafft, wenn wir nämlich Schlappohr eingeben. Wir haben genau 2 Schlappohr auf der Hand. Wir haben ein shiny, das ist weiblich. Und wir haben ein 100%iges, das ist männlich. Das Männliche würden wir jetzt mal komplett maxen auf Level 50. Ja? Ach, ist das wieder komisch gemacht. Wenn ihr hier drückt, drückt einfach einmal auf Minus, dann ist das schon komplett oben. Power-Up auf Level 50. Einfach nur, damit es gleich die maximalen WP erreicht. 2328. Jetzt Mega-Entwicklung durchführen und es kommt auf über 4200. Stellt euch das mal vor. Und damit wollen wir jetzt einfach den Raid machen. Das ist zwar nicht nützlich, oh, jetzt ruft Prime an. Das ist zwar nicht nützlich gegen den Raid-Boss, aber wenn ich das nur entwickle und das Video dann aus ist, ist das immer ein bisschen schwach. Deswegen möchte ich euch natürlich das auch mal in Aktion zeigen. Steht jetzt hier da mit seinen geflochtenen Haaren. Der checkt es halt nicht, wenn man ihn wegdrückt, dass es vielleicht gerade unpassend ist. Also ruft alle Prime an und sagt, Prime jetzt nicht. Prime jetzt nicht. Ne? Wenn er nochmal anruft, macht man das geschlossen. Prime jetzt nicht. Ich hoffe, die Aufnahme stockt dadurch nicht. Der ist jetzt entwickelt. Ne? Richtig herrlich. Und ich würde sagen, Hannes, bist du bereit? Jo. Denk dran, du musst den Brein einladen. Den RWE-Brein. Wir haben nämlich extra gefragt in der Gruppe, ob die Leute noch mitmachen wollen. Und der Hannes hat jetzt extra den Brein. Der Hannes kommt hier zu Besuch und addet einen hier aus Hibu, um den hier in Hibu zum Raid einzuladen. Das ist auf jeden Fall richtig genial. So, wir stellen das mal kurz alles dahin. Das legen wir hier runter, damit wir da drauf drücken können. So, in der Zeit können wir noch mal ein bisschen von dem Wundertrank nehmen. Oh. Auf jeden Fall. Prost. Prost. Trinkt ihr auch immer Elefanten? Schreibt es mal in die Kommentare. Also normal ist jetzt die Stelle, wo man so einen Cut macht und dann im Kampf sich wieder meldet. Ne? Aber wir cutten nicht. Wir tun einfach den hier hin so lang. Und wenn ihr den nicht kennt, den habe ich für 30 Euro gekauft bei der Mac in Erfurt. Die Mac in Erfurt, 30 Euro, ja. Und dann haben die gesagt, das ist offiziell aus Japan, lizenziertes Produkt, guck dir das an. Oh, das wird auch nie dreckig und das darfst du auch nie waschen. Und wenn du es nach Mitternacht fütterst, dann vermehrt sich so das so. Ihr kennt das von den Gremlins, vielleicht. Kennst du die Gremlins? Ja. Jeder kennt die Gremlins, oder? Natürlich. Gut, jüngere Zuschauer vielleicht nicht, aber trotzdem, guckt euch mal die Gremlins an. Und beim GoFest
haben die einfach genau das gleiche für 16 Euro. Da haben die euch wieder ordentlich an der Nase rumgeführt. Wir sind jetzt drin mit 8 Leuten, das müsste passen. Wir haben nämlich hier meine 6 gelben. Wir haben Ivar Scharf, das ist der Hannes. Und wir haben den Brian. Jetzt ziehen wir hier durch. Versuchen das mal zu fangen, zu gucken, was dabei rauskommt. Ich glaube, irgendwie ist das ein bisschen zu hoch. Vielleicht soll ich das mal hier so runterstellen, dass man hier das, die Fläche sieht. Genau. Wie am DJ-Pult. Wir sind jetzt am DJ-Pult. Wir drücken jetzt hier, rotzen den mal durch. Nach dem Kampf werden wir noch das shiny weibliche entwickeln. Was ein bisschen peinlich ist, weil ich das damals nicht wusste. Ich habe damals wirklich, wenn ich so ein Megadeck, so eine Entwicklung machen wollte, ich dachte, ich muss die ganzen 8 Stunden abwarten. Ich muss 8 Stunden abwarten, bis der wieder schrumpft. Und dann kann ich erst den anderen entwickeln. Ich wusste nicht, dass du einfach entwickeln kannst und er schrumpft automatisch. Bis das irgendjemand gesagt hat, weil die immer gesehen haben, dass ich ewig warte, hat das jemand beim Video als Kommentar drunter geschrieben. Du kannst einfach einen anderen entwickeln, der geht dann automatisch zurück, ja. Wusste ich aber nicht. Ach so, was ich vergessen habe. Jetzt habe ich zwar das mega Schlappohr entwickelt, aber ich kämpfe gar nicht damit. Aber das ist ja egal. Ihr wisst ja jetzt, wie es aussieht. Es wäre bestimmt eh schon längst umgefallen und wäre tot. Auf jeden Fall sinnvolles Video wieder mal, ne? Wir waren auch schon einkaufen. Wir kaufen dann noch mehr ein. Und wir müssen dann erstmal die Sachen heimbringen. Und dann muss ich das Video für euch heute noch hochladen. Und dann schaue ich mal, dass wir ein paar Videos für euch produzieren, dass ihr ein bisschen was mit Pokémon, ein bisschen was, was nichts mit Pokémon zu tun hat, aber mit Essen und so. Also wir müssen die Zeit jetzt, wo der Hannes da ist, sie ist begrenzt, müssen wir natürlich nutzen. Wir haben einige Dinge vor, von einigen wisst ihr schon, von anderen Dingen wisst ihr wahrscheinlich nicht. Da weiß ich wahrscheinlich noch nicht mal was von. Das weiß Hannes selber auch noch nicht mal, das ergibt sich dann spontan. Deswegen werden wir die Zeit versuchen natürlich zu nutzen. So. Wann fährst du am Dienstag? Um 10 Uhr. Och. Um 10 Uhr noch was. Aber um 11 Uhr kommt doch der neue Raid-Boss. Da kann man ja gar nicht mehr den Community-Raid zusammenspielen mit Demeteros. Muss ich schauen, ob ich es verlängern kann. Oh! Um eine Stunde oder zwei Stunden rauszukommen kann. Wollt ihr, dass Hannes verlängert und am Dienstag noch den Community-Raid mit Demeteros mitmacht, dann schreibt es mal in die Kommentare. Nein, die beste Verbindung wird rausgesucht und dann wird danach gegangen. Wir wissen ja eh nicht, wann der kommt. Selbst wenn der ab 11 da sein kann, kann es ja sein, es dauert bis 13 Uhr, bis irgendwann mal der Raid da ist. Jetzt muss ich euch wieder hier ausfahren. So, ich stelle euch mal dahin. Rücken tut auch schon weh. Jetzt versuchen wir es mal kurz zu fangen. Jetzt habe ich gesagt, vielleicht ist es ja ein Shiny, habe ich so gedacht, weil ich irgendwie in Gedanken war, dass wir gerade einen Schlappohr-Raid gemacht haben, aber ist es natürlich nicht. Es ist hier Boreos, der Coole. Versuchen wir den halt zu fangen. Können wir bei den anderen so lange auch mal gucken, wie viel die haben. Wie viel hat deins? WP? 18,5 ist auf jeden Fall besser als meins. Der ist auch drin im ersten Ball. Ich guck mal kurz durch, was die anderen haben. 18. Junge, 18,30. Das ist auf jeden Fall der höchste. Ich habe gerade keine Ahnung, wie viel das hat. Wie viel das ist. 18,30? Ist noch kein 100er, oder? Ich kipp mal kurz nach. Irgendwas über 18 ist der. Über 18. Ich glaube 18,34 oder 18,37 oder irgendwas. Also. Ist auf jeden Fall ein gutes. Das ist so gut. Ich glaube, wir fliehen einfach und lassen den in Ruhe. Ach Mist. Was habe ich vergessen? Glücksei. Ich wollte doch Glücksei noch anmachen. 1837 ist ein 100er. 1837, das 100er. Der hat 1830, der da liegt. Seht ihr das? 1830, das heißt, wir fliehen. Und machen mal die App aus. So, lasst euch nicht irritieren, ne? Es gibt nur einen Hauptaccount. Jetzt, was wir noch machen wollen, wenn wir nämlich in den Megadecks gucken, seht ihr, dass ich ultra verplant bin, jetzt schon, dass wir den Eintrag haben als männlich. Aber wir wollen den Eintrag ja auch noch als weiblich und deswegen entwickeln wir jetzt fix noch das Shiny.
Schlabor. So. Mega-Entwicklung. Kommt auf 2300 irgendwas. Wenn ich mich gerade richtig verguckt habe. Wenn ich gerade richtig geschaut habe. Ja, 2375, also das ist nix. Hält jetzt auch 8 Stunden. Kann man so mitnehmen, muss man aber nicht. Ne? Du hast noch keinen Mega-Schlabor entwickelt, weil du hast bisher nur einen Raid gemacht, habe ich gehört. Richtig. Warum auch immer, das ist doch der beste Raid-Boss der Welt. Also, Hannes, ne? Was hast du denn die ganze Zeit geraidet? Etwa Boreos, nur weil der noch besser ist, oder nee, wie? Nee, gar nichts momentan. Also ach, nix, gut. Weil ich keine Pässe und keine Coins mehr hatte. Aber deswegen. Täglich freier Pass. Ja. Nutz unsere Raid-Gruppe, da kannst du einen Raid posten, selbst wenn es nur ein Shinox-Raid ist, dann kannst du 5 einladen und dann schaffst du den auch zu 6. Ja, genau. Also, Links in der Beschreibung zur Raid-Gruppe, wer die immer noch nicht kennt, und andere Links auch in der Beschreibung. Wir werden jetzt noch unseren Saft austrinken und dann werde ich fix, wir werden mal die Sachen heimbringen, Video, sonst was, dann einkaufen vielleicht, wegen Essen gucken. Also, wir haben auf jeden Fall noch was vor. Richtig. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Achso, ich kann euch nochmal zeigen, damit ihr mir das auch glaubt, dass das Sinn hat. Wenn ich jetzt nämlich auf den Megadex gehe, seht ihr, es ist alles ausgefüllt. Ihr könnt leider die Mega-Pokémon nicht als Lucky entwickeln, sonst müsstet ihr auch ein Lucky-Schlappohr entwickeln zum Mega-Lucky-Schlappohr, aber das geht nicht. Warum auch immer. Hätten sie ja machen können. Sieht nämlich so leer aus, der Hintergrund. So, Mega-Schlappohr entwickelt, alles perfekt, 100%, sonst was. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses und euer Jean Reno. Peace!